So, Wand. Sie haben fertig. Bring den Bohrer zu wie zur Bank. Sie sind doch schon da. Das ist ja jetzt. Ja, also muss ich die jetzt. Sie müssen jetzt aussteigen? Oder der Punkt ist leicht links von uns? Das ist ernsthaft, weil ich hier stand? Okay. Was? Ach, okay, was? Wir müssen nochmal? Vor uns passiert gerade ein Unfall. Oh. Darf ich mit reinkommen? Beschützen? Wie soll die Geiseln beschützen? Die können mich mal. Ja, schieß die alle! Ich hoffe, ich habe alle Kameras. Wo sind hier überall Kameras noch? Da. Ich soll die Zeugen unter Kontrolle halten. Da, ein Ventilator. Gut. Ja, bleibt unten. Ihr habt nichts gesehen. Schmeißen Warngranaten rum. Ja, ja. Die Einschüchterung sinkt. Na gut, dann ich kann nur die ganze Zeit hier so bescheuert rumschießen. Ich will aber auch keinen ins Bein schießen, obwohl ich gerade Schuss hätte. Okay. Bereit? Steigen Sie ein! Und dann geht's los. Ah! Ja. Okay, ich fahre. Ich hoffe, die Reifen sind schusssicher. Hat funktioniert. Wir haben nur 3 Sterne. Wir haben eine Bank. Eddie Joe kann ja nicht gedacht. Was? Wo ist die Abholstelle? Ach du heilige Mutter. Was wird denn das? Hebt der uns hier? Nimmt der, au! Okay. Aufwand für nur 140.000 Dollar? Show it to me. Yes, it is the holiday season at the Crest residence, and Daddy's out drinking. Say, past. If that thing I talked about comes up, I'll call you in. In the meantime, if anyone comes to me, I'll mention you as a reliable pair of hands. Hey! For the first time, that wasn't bad, but don't get clingy.
Schön, ich habe nur noch Bonusse bekommen. Das ist doch mal was. Super, Herr Suppe. Ich freue mich und ich bedanke mich. Also wir müssen das jetzt noch nicht hier. Also. Sehe ich erstmal weiß. Bin ich tot? Ja, ich wollte nicht gerade sagen. Na, das ist doch mal was. Jetzt gehe ich erstmal schnell das Bargeld einzahlen. Das ist mir jetzt ein inniges Bedürfnis. Hauptmenü einzahlen. 100.000 einzahlen. Wunderbar. Ich habe 281.000. Wunderbar. Auszeichnung bekomme ich auch noch. Ken touched es. Karrierestart. Wunderbar. Der Herr, warten Sie mal kurz. Sie haben da was im Gesicht. Ich denke mal, ich habe jetzt das Geld. Ja, wunderbar. Da ist eine Blutlache. Lässt uns nicht an. You'll sleep well tonight. We all will. Enjoy this. Oh, die Verbindung zur Sitzung wurde durch einen unbekannten Netzwerkfehler unterbrochen. Das kenne ich. Das kenne ich leider. Ja, aber es ist gut, dass es jetzt erst passiert. Da bin ich schon ziemlich froh, dass das nicht irgendwie, irgendwo, irgendwann. Oh, ganz toll. Story-Modus. Ja. Naja, ist der Fehler, weil ich den Prolog nicht beendet habe. Ich habe den Prolog nicht beendet, deshalb kommt hier so ein Bug. Und. Your son, James. Ja, wunderbar. Falls jetzt einer fragt hier, ja, warum hast du das noch nicht zu Ende gespielt? Also, dass die Story-Modus, der Story-Modus ist ja so toll und überhaupt. Und. Habe ich auf der PlayStation 4. Ja, geht ja online spielen, Sitzungen nur für Spieler. Geschlossenes Freundesitzung? Nee, einfach los. Ja, in GTA 4, PlayStation 4 habe ich die schon durchgespielt. Also ich kenne mich mit GTA 5 im Grunde aus. Vielleicht auch nicht. Ja. Hey, super, ja. Der erste Raubüberfall. Freue ich mich auf die nächsten. Und hoffe so auch in die Liga der Leute, die etwas Geld haben, zu kommen. An ihren Liga komme ich auch gar nicht ran. Das ist ja mit legalen Mitteln gar nicht zu erreichen. Lustig. Oh, jetzt bin ich in meinem Apartment. Oh, Schlongenberg und Sachs. Da gab es ja mal was Anfang des Jahrtausends, börsenmäßig. So, sind Sie da? Spiel beitreten. Ich trete mal Ihre Sitzung bei. So, daher. Hätten Sie noch Lust, etwas zu machen? Sekursiv. Gern. Ja, wegen die Folge ist erst 9 Minuten lang und da wollte ich die noch nicht durch in 5 Minuten schließen, aber danach kann man ja trotzdem noch was machen. Ist ja nicht so, dass das jetzt davon abhängt. Auch wenn ich irgendwann mal Abendessen gehen will, aber das ist ja auch vollkommen egal. Ja, das erzähle ich die ganze Zeit den Zuschauern hier. Weil ich inhaltlich nicht so viel bieten kann, weil jetzt gerade wieder ein Ladebildschirm ist, so da quatsche ich die Leute einfach.
einfach zu Tode. Funktioniert auch ganz gut. Ja, nein, paar die Pseudo-Vorbereitung. So, jetzt bin ich in ihrer Welt. Sie können mich ja mal einladen zu einem Spiel. Einem. In ihre Firma. Und dann können wir noch ein paar Sachen für ihre Firma besorgen. Auch wenn jetzt hier ein paar Leute auf dem Server sind. Das ist ja. Ja. Komm, Spiel. Du schaffst das. Nicht abbrechen. Gut. Oh, hier steht, ihr Wagen steht vor meiner Tür. Und wo sind sie? Sie sind im Haus. Oder sind sie? Master of I. 22 andere Spieler. 23, 24. Eieieiei. Ja, warum nicht? Sind sie überhaupt in meiner Instanz? Lässt du mich an. Oh, you'll sleep well tonight. We all will. Enjoy the spoils while you can. I'll be back in touch if there's more work down the road. Ah, Sub kann Player das Spiel verlassen. Also irgendwas stimmt hier wieder nicht. Ja, Lester wird sich bald melden. Na, ist doch schön. Sie haben nichts gesehen. Sie haben nichts gesehen. Einfach wahllos Leute erschießen. Das kann ich gut. Wenn das MAN1 kann, dann ist es wahllos Leute erschießen. Gut, dann mache ich jetzt einfach nur noch bis die Folge zu Ende ist. Einfach noch ein bisschen die Gegend unsicher. Was? Motorradclub? Ach, egal. Ja, schon ganz schön kompliziert. Also Lester mit Lamar zu verwechseln. Jetzt regnet es hier wie aus Eimern. Und dann... Aber wirklich die einzigste Möglichkeit, um wirklich so eine Raubüberfälle mal ordentlich durchzuziehen, sind eigentlich mit Leuten zusammen zu spielen, die man kennt. Okay, jetzt werde ich hier irgendwo in eingeladen. Warum nicht? Flexan arbeite ich jetzt auch. Warum nicht? Wegen bei den anderen, bei fremden Leuten, da spielen dann Leute mit da. Ja, das. Nee. Brechen dann nach kleinsten Sachen ab oder irgendwas anderes passiert und ach. Ist alles nicht so ein Spaß. Mit fremden Leuten zu spielen. Und jetzt bin ich beim Strand. Und die fahren dann schlimmer als der Kerl, ja genau. Manchmal sind die auch ganz schön gemein, wenn man so eine Vorbereitung beendet hat, dann erschießen die einen oder so. Das Schlimme dann bei den ganzen Vorbereitungen macht man, ja, ich habe schon mal 4 Vorbereitungen gemacht. Und dann wollte ich eigentlich einen Raubüberfall mitmachen, dann hatten die aber keine Lust mehr oder so. Und wir waren dann da alleine, ich und derjenige, der das alles vorbereitet. Und dann war es das. Jetzt wurde ich ins Büro eingeladen von der Organisation. Die heißt einfach Organisation. Ist hier jemand? Ja, da ist der Doc Gerbil 12. Das steht da vor seiner Wand. Der hat da Haufen Geld. Der hat Haufen Geld. Der strotzt nur so von Geld. Leute, die sich so ein Büro leisten können, haben sowieso Haufen Geld. Das so lootiert. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich da lootieren kann. Ich habe keine Ahnung, wegen dass wir irgendeine Tasten drücken, aber von den Tasten habe ich wieder keine Ahnung. Schreibt er mich an? Nö. Hello? Wie
Ich hatte jetzt irgendwas mit mir vor. Der hat irgendwas vor. Der geht an seinen Computer. Hi. Okay, jetzt bin ich hier. Der Herr, der Subcan Play, hat auch genau so ein Büro. War ich auch schon mit drin. Hier Champagner. Hm. Der hat jetzt wahrscheinlich irgendwas gemacht. Ah, Spezialfracht, Immobilie verlassen. Hole die Waffen und Munition ab. Ah, das habe ich mit dem Subcan Play auch schon gemacht. Zur Absturzstelle. Ja, und die Sachen, die man abholt, die kommen dann ins Lager. Jetzt hat der Kerl mich rausgeschmissen. Spieler fort. Ach, jetzt habe ich, glaube ich... Verdammter Dreckskerl, ich habe dir vertraut. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, das Internetverbindung verloren. Ach, das kotzt mich an, ey. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, dann beenden wir die ganze Sache mal hier. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Jetzt, Autofahrer, bleibt doch mal stehen. Jetzt werde ich hier noch überfahren. In diesem Mistwetter. Und die Polizei ist hinter mir her. Ach, Mensch. Ist alles nicht so einfach. Das war früher alles mal einfacher. Jetzt ist einfach nur schlechtes Wetter. Ja, und ja, was wollte ich sagen? Ich würde mich verabschieden. Ja, das war mein erster Heist. Und mal gucken, ob ich noch andere Leute finde, die mit mir das dann spielen wollen. Ob ich denn unglaublicherweise den Mr. Fleck... Ah, Subcan Play. Ob ich denn den Mr. Fleck und den Doktor wieder ranziehen kann oder ob die überhaupt wollen. Oder was weiß ich, oder ob ich mal mit anderen machen, wenn ich jemanden finde, das wird man alles rausfinden. Vielleicht nehme ich auch noch das Radrennen auf. Warum nicht? Warum nicht? Wenn nicht gleich wieder irgendwas auseinanderfällt. Ich glaube, das Radrennen noch. Das wird eine kurze Folge. Das Radrennen mache ich jetzt auch noch. Das ist sicher lustig. Bis gleich, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören. Ihr MHN.